Stefan Glowacz ist nicht nur Kletterer aus Leidenschaft. Er gibt sein Wissen auch gern weiter und treibt so die Faszination für diese Sportart voran. Seine Schüler waren dieses Mal die Bob- und Rennrodler Nathalie Geisenberger, Felix Loch, Johannes Lochner und Christian Rasp. Zwar wagten sich die vier Olympia-Hoffnungen mit ihrem Kletterausflug in für sie fremde Gefilde, einen Nutzen hatte dieses Athletiktraining der besonderen Art dennoch. Wovon man vielleicht profitieren kann und wo es die Gemeinsamkeiten gibt, ist, ich sage jetzt mal, die mentale Sache. Der eine klettert, in dem Fall war es Johannes, hat geklettert, ich habe geklettert und wir haben uns gegenseitig gesichert. Man muss eben sich gegenseitig zu 100% aufeinander verlassen können. Man darf keine Angst haben und Respekt vor der ganzen Sache, und das ist beim Bobfahren eigentlich auch so. Ob Weltmeisterschaft oder Olympia, einen Höhepunkt pro Jahr gibt es für die Wintersportler immer. Und genau deshalb müssen sie auch stetig im Training bleiben. Der Blick auf die 23. Olympischen Winterspiele in Südkorea sorgt im Moment jedoch noch für etwas Kopfzerbrechen. Also die Bahn dort ist ja sehr interessant, sage ich. Sie hat zwei, drei knifflige Stellen. Vor allem für uns, wir sagen, ist der Scharfrichter die Kurve 9, also da, wo es wirklich genau passen muss. Aber ich denke mal, wir haben noch das ein oder andere Training auf der Bahn und werden dort auch noch uns ranarbeiten. Und wir werden einfach versuchen, dass wir da die beste Fahrspur finden. Aber ich denke mal, wir haben da erfahrene Leute mit dabei, gute Trainer, die uns da unterstützen und helfen. Und es wird dann am Ende mit Sicherheit klappen. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Den Ehrgeiz, eine Medaille zu gewinnen, haben alle. Für Johannes Lochner ist es jedoch ein besonderes Anliegen, die Goldene zu holen. Also ist ganz klar für mich das Ziel, die Goldene. Also ich muss ja meinen Onkel schlagen, der hat 92 die Silberne gewonnen bei Olympia. Also von daher muss Gold her, sonst bin ich nicht der beste Bobfahrer in der Familie. Das ist mein Ehrgeiz. Am Ende war dann auch Kletterprofi Stefan Glowacz zufrieden. Ja, ich meine, das sind ja alles Vollblutsportler und die meisten von ihnen sind ja schon mal geklettert, auch wenn es schon länger her ist. Aber dieses Instinktive, das verlierst du natürlich nicht. Gell? Also das ist wie Radfahren. Wenn du das einmal gelernt hast, dann kannst du es eigentlich immer wieder. Und das hast du ja auch teilweise gesehen. Die haben sich sofort richtig hingestellt. Und haben natürlich auch als Leistungssportler, fast als Profisportler, das sind ja alles Profisportler, haben die eine intuitive Bewegungsauffassung. Also denen musst nicht viel erzählen. Und bei solch einer Vorbereitung kann dann ja im Februar eigentlich nichts mehr schiefgehen, im Kampf ums olympische Gold.